Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem AMD Gamescom Special Ryzen 7 7800X3D mit RX 7900XTX für 2199 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum denn schon wieder Dubaro? Naja, die Nachfrage ist einfach da. Ich habe das beim letzten Video gesehen, das war auf Platz 1 von den letzten 10 Videos. Und hier bei uns im Videovorschlägekanal sehe ich halt hier auch, das ist dieses Gamescom Special. Dann haben wir hier noch einen anderen mit 13.900 KF und einer 4090. Dann ist hier unten noch ein Cell-System. Also diese Dubaro-Systeme scheinen euch zu interessieren. Deswegen mache ich jetzt dieses Video. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist einfach nur das Gehäusebild. Das kennen wir mittlerweile so. Dubaro hat hier und da noch ein paar Ausreißer, dass die Sachen zeigen, die nicht drin sind. Hier ist es aber wirklich nur das Gehäuse, das passt soweit. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Den hatten wir auch schon im letzten System. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, eine TDP von 120 Watt und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS, könnte aber auch ganz locker auf 6000 laufen lassen. Auch hier wieder die Besonderheit mit dem Level 3 Cache von 96 MB, das haben halt die Intel-Prozessoren nicht, deswegen sticht AMD mit diesem Prozessor selbst einen 13900K aus, was das Gaming angeht. Natürlich nicht in der puren Rechenleistung, wenn ihr jetzt noch rendert oder so, aber beim Gaming sind die ganz vorne mit dabei. Kommt aber auch immer auf das Spiel an. Ist auf jeden Fall ein top aktueller Prozessor aus der 7000er Generation, also die aktuellste AMD Generation. Damit könnt ihr spielen, damit könnt ihr auch streamen, überhaupt kein Problem. Und der kostet 407 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Endorphine Navis F360 ARGB. Wir wissen, der Prozessor hat eine TDP von 120 Watt. Meistens genehmigt er sich sogar weniger, je nachdem wie ihr das auch einstellt. Ihr könnt das ja so ein bisschen beeinflussen. Eine 360er Wasserkühlung hätte es gar nicht sein müssen, ist aber schön, dass sie drin ist. Passt auch gut zum Gehäuse, ist ja auch von Endorphine. Eine 240er hätte theoretisch auch gereicht, war ja bei dem Kreativ-Ecke-Angebot genauso. Nichtsdestotrotz ist halt eine schlichte RGB-Wasserkühlung, die habe ich auch schon getestet, gar kein Thema, die kühlt das Ding auf jeden Fall runter, top. Und die kostet 128,99 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi DDR5. Auch hier schon natürlich der AM5-Sockel, weil wir in der 7000er Generation von AMD sind, also aktuellster Sockel, der wird auch bis 2025 noch so weiterlaufen. Das Board hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und die beiden Slots könnt ihr zum Beispiel noch benutzen für irgendwie eine Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, was ihr gerade braucht. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss. Das bedeutet für euch, das Board bringt WLAN und Bluetooth halt schon mit. Da braucht ihr jetzt nicht irgendwie noch einen USB-Stick oder eine Erweiterungskarte. 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB-Typ-C ist mit dabei, Netzwerkanschluss für Kabelverbindungen ins Internet. Wie gesagt, ihr könnt über WLAN oder über Kabel ins Internet gehen. Und die Onboard-Grafik könntet ihr theoretisch benutzen, macht es bitte nicht, benutzt bitte die Grafikkarte. Mir wurde bei dem letzten Video, weil wir ja auch den gleichen Prozessor hatten, gesagt, wenn man die interne Grafik deaktiviert, dass wirklich nur noch das Bild über die Grafikkarte ausgegeben wird, kann man noch ein paar Watt sparen. Ja gut, ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ja, hat er recht. Das ist auch ein relativ gutes Board, klar, ihr könnt jetzt nicht so viele SSDs erweitern, nehmt von daher von Anfang an genug Speicher mit, da kommen wir auch gleich noch zu. Und das kostet 172,30 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 24 GB AMD Radeon RX 7900 XTX beliebiger Hersteller, wird nicht montiert geliefert. Die 7900XTX ist aktuell die Top-Grafikkarte von AMD. Dementsprechend ist sie halt auch schwer und wenn mit DHL irgendwas passiert beim Transport, dann hängt halt Dubaro da, muss das Ding wieder ersetzen, deswegen verbauen sie die gar nicht erst. Das ist aber kein Hexenwerk, wie gesagt, die Grafikkarte wird ja dann mitgeliefert, ihr bekommt dann das System nach Hause, steckt die Grafikkarte rein, die Kabel liegen bereit, steckt ihr an, macht die beiden Schrauben fest, das war's. Also habt da wirklich keine Angst, ihr habt auch keinen Garantieverlust oder so, falls ihr einen Fehler macht, ne? Das liegt dann an Dubaro, weil die haben sie ja grundsätzlich nicht eingebaut. Nun zu der Grafikkarte. Die Karte an sich ist die Top-Grafikkarte für WQHD und auch 4K-Gaming. Wer mehr Leistung will, nimmt halt eine 4080 oder eine 4090. Kommt auch immer auf die Spiele an. Das sind aber auch FPS-Werte. Wir bewegen uns mit diesen ganzen Grafikkarten bei über 100 FPS, je nach Titel natürlich. Und ob Raytracing an ist und DLSS und FSR und wie die ganzen Sachen heißen. Deswegen, das müsst ihr selber entscheiden. Was Besseres gibt es im AMD-Lager halt gerade gar nicht. Und ich habe hier natürlich wie immer die günstigste genommen. Je nachdem, welches Modell ihr kriegt, ändert sich das Design. Also gebt jetzt nicht so viel auf das Bild hier. Kann auch eine andere werden.
werden. Aber eine 7900 XTX ist es auf jeden Fall. Und die kostet 949 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x 16 GB Dual Channel, schon mal ganz wichtig, DDR5, aktuellster Standard, 6000 MHz Kingston Fury Beast RGB. Ich habe auch eben nochmal nachgeschaut, es handelt sich dabei um CL36 RAM. CL32 oder CL30 wären natürlich besser gewesen. Ob ihr das jetzt großartig beim Gaming merkt, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall so, ich persönlich hätte einen anderen RAM genommen. Ich habe zum Beispiel auch DDR5 6000 CL32 bei mir im System. Aber das ist auch wieder so eine persönliche Präferenz. Das müsst ihr selber wissen. Ansonsten sind 32 GB natürlich in Ordnung. Hat auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung, wem es gefällt. Das passt soweit. Und der kostet 131,41 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB WD Black SN 850X. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 6300 MB die Sekunde. Die sau schnell. Ob ihr das als Gamer braucht? Ich glaube eher nicht. Ich wäre lieber auf eine langsamere gegangen mit 3500 MB die Sekunde oder ähnliches und dann halt 2 Terabyte oder so, weil ihr habt halt auch nur 2 Slots auf dem Board. Natürlich könnt ihr noch 2,5 Zoll SSDs nachrüsten oder HDDs oder eine Erweiterungskarte für PCI Express nehmen und da eine SSD drauf schrauben. Aber ich würde grundsätzlich einfach genug Speicher mitnehmen. Lasst es euch gesagt sein, ihr ärgert euch hinterher. Nur die Spiele werden immer größer, wenn man so nach Ark Shield oder Hogwarts Legacy oder Far Cry mit HD-Texturen-Paket, die werden alle riesengroß. Ansonsten ist die qualitativ nicht schlecht, aber ich hätte halt lieber 2 TB im System gesehen. Und die kostet 74,88 Euro. Und das müsst ihr euch halt vor Augen führen. Ihr bezahlt 2200 Euro für das System circa. Und habt halt für 75 Euro den Speicher da drin. Dann lieber noch ein bisschen erweitern. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI Mac A 850 GL 80 Plus Gold ATX 3.0 PCI Express 5. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular. Kann ich nicht meckern. 850 Watt völlig in Ordnung. ATX 3.0 neuester Standard, auch wenn ihr ihn bei dieser Grafikkarte nicht braucht. Falls ihr mal auf eine Nvidia geht, das Kabel ist auf jeden Fall mit dabei. Und das kostet 128,97 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Enderfy ARX 700 ARGB mit Glasfenster. Das hatte ich ja in schwarz hier stehen und das ARX 500 hatte ich in ARGB hier stehen. Das ist ja einfach nur ein bisschen kleiner, der Rest ist gleich. Das ist ein Top-Gehäuse. Ich finde auch, das läuft zum Beispiel den BeQuiet PureBase 500 so ein bisschen den Rang ab. Was mich einfach an diesem Design von dem Gehäuse gestört hat, war das Logo direkt hier vorne in dieser Front drin, weil der Lüfter halt so dagegen leuchtet. Wenn man schräg drauf guckt, sieht das halt komisch aus. Aber es ist technisch gesehen ein Top-Case. Ihr habt genug Platz, ihr habt genug Airflow, die Grafikkarte hat auch genug Platz. Völlig in Ordnung. Und das kostet 117,43 Euro bei Mindfactory. Ansonsten Betriebssystem wie immer optional erhältlich. Wenn ihr das vorinstallieren lassen wollt, ohne Key, kostet das 30 Euro. Macht es selber, sage ich immer wieder. Ich habe dazu ein Video auf meinem Kanal, wie man so einen USB-Stick macht. Und wie gesagt, installiert es selber, kauft einen Key bei meinem Partner oder sonst wo und dann aktiviert ihr das und dann seid ihr fertig damit, habt dann noch ein paar Euro gespart. 2 Jahre Garantie sind mit dabei, wie immer nur ein Retourenschein. Wenn mit der Kiste was ist, müsst ihr das selber zur Post bringen oder den Postboten in die Hand drücken. Der klingelt jetzt nicht bei euch und holt das ab. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.109,98 Euro. Das System soll kosten 2.199 Euro. Da zahlt er jetzt für die Garantie und das Zusammenbauen halt 90 Euro plus Versand. Das ist völlig in Ordnung. Das kriegt ihr halt nicht günstiger jetzt bei Mindfactory oder so. Mindfactory nimmt, glaube ich, 190 Euro fürs Zusammenbauen plus Versand. Und hier ist das halt alles schon soweit drin für 90 Euro. Ich würde hier auf jeden Fall auf 2 Terabyte SSD gehen und vielleicht einen schnelleren RAM, wobei ich nicht weiß, ob Tubaro das überhaupt anbietet. Wir können gerade mal schauen. Tatsächlich gibt es hier einen, auch mit RGB-Beleuchtung, 32 GB, kostet 4,90 Euro mehr. Das wäre dann der Trident Z5 Neo RGB, hat 6000 MTS und CL30. Von daher würde ich eher den mitnehmen für 5 Euro. Und hier habt ihr jetzt auch wieder so ein schönes Beispiel bei der SSD, 2 Terabyte Kingston NV2. Natürlich ist die nicht so schnell wie die andere, hat 3500 MB die Sekunde, reicht aber zum Zocken. Da habt ihr das Doppelte an Speicher für 10 Euro weniger. Das heißt, das Komplettsystem, wenn ihr die beiden Sachen jetzt ändert, wird sogar noch 5 Euro günstiger und ihr habt in meinen Augen halt mehr Speicher, klar, und mehr Leistung beim RAM. Ihr könnt hier auch so eine MSI M461 Spatium nehmen, die ist noch ein Ticken schneller, sind auch 2 Terabyte, kostet 25 Euro mehr. Das müsst ihr aber selber wissen. Aber mit 2 Terabyte wäre ich auf jeden Fall gegangen. Aber ansonsten ist das System soweit in Ordnung und ich kann nicht großartig meckern, das passt soweit. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls es noch nicht gemacht hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.